Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von FC24 mit Arsenal London in der Premier League. Wir spielen jetzt am 5. Spieltag auswärts gegen Everton. Lasst uns reingehen ins Spiel. Es hat an dem Spieltag noch kein Spiel stattgefunden, war ja Länderspielpause. Insofern alle Spiele hier an diesem 16. September, der hier angeschlagen wird. Und Gegner, jetzt bin ich gerade kurz raus. Der Gegner ist hier Everton, wie gesagt, am Samstag. In der Liga sieht es so aus, wir stehen momentan auf Platz 2, nur ein bisschen etwas schlechtere Tordifferenz. Also die ist gleich, aber im Manchester City hat ein Tor mehr geschossen. Deswegen nur Zweiter, sieht aber ganz gut aus. 4 Spiele, 4 Siege. Unser Gegner Everton momentan auf Platz 14. Wir haben ja den Schwierigkeitsgrad insofern ein bisschen hochgestellt, indem wir uns die Schussqualität der CPU mal etwas angestellt haben. Mal schauen, wie das heute wird. Wir gehen mal rein ins Spiel und wollen direkt schauen, wie wir dort agieren können. Und zwar schauen wir uns mal an, ob einer unserer Verletzten wieder zurück ist. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Jesus noch nicht zurück. Nee, das war auch der Einzige, der verletzt ist. Von daher bleibt es dabei. Trossard in der Startaufstellung im Sturm. Ansonsten brauchen wir gar nichts mehr zu wechseln. Nee, das passt. Da werden wir die Startelf erstmal wieder ins Rennen schicken. Können wir also rein taktisch, wie wir immer spielen, Pressing nach Ballverlust, Aufbauspiel habe ich ausgeglichen gehabt. Ach ja, gegen Menu, richtig, hatte ich umgestellt. Wir werden jetzt mal wieder auf schnelle Aufbauspiel und direkte Pässe. Das ist ja das, was wir quasi am Anfang so gespielt haben. Das sollte, denke ich mal, auf jeden Fall in dem Spiel gegen Everton die beste Wahl sein. Lasst uns reingehen, immer wie immer bei mir mit den Emotionen. Los geht's. Das war's schon. Kurzanimationen heute. Trossard wurde gezeigt. Anstoß hat in dem Fall der FC Everton. Wir in unseren rot-weißen Trikots. Auf geht's. Sehr enges Stadion hier. Das mag ich ja schon. Oh, aufpassen direkt. Die erste Chance. Gabriel kann klären. Boah, und der Schuss dann auch nicht schlecht. Aber von Abwehrspieler geblockt. Genauso wie hier von White. Jetzt müssen wir mal hier rauskommen. Rice auf Trossard. Ja, der kommt jetzt nicht auf Odegaard. Weitermachen, aufpassen. Boah, das war ein schlechter Pass. Aber sie haben sich was vorgenommen, die Mannschaft vom FC Everton. Da laufe ich mit Martinelli mal wieder genau hinein. Haben wir uns aber schön zurückgeholt. Gibt aber Einwurf in dem Fall für Everton. Ja, rastiger, schneller Anfang. Oh, schön gemacht von Martinelli auf Havertz. Jetzt müssen Trossard ein bisschen warten. Da sind noch nicht alle zurück. Hier Odegaard. Der sieht Havertz. Der wiederum in der Mitte auf Trossard. Saka. Saka auch noch nicht besonders wahnsinnig viel getroffen. Schöner Schuss. Der war auch noch gar nicht aus. Schade. Erste gute Chance. Saka war es. Zinchenko. Sehr starker Abwehrspieler. Trossard. Auf Havertz, der läuft sich ein bisschen fest, spielt dann aber wieder auf Saka ein. Und wir sind aber weiter dabei. Gabriel hat den Ball zurückgeholt. Oh ja, aber dann hat ihn White verloren. Und jetzt der Konter von Everton über Danjuma. Ah, schade, den Zweikampf hätten wir fast gewonnen. Da ist er wieder mit einem Doppelpass. Jetzt auf. Oi! Eieiei. Der Pfosten des Tornestes war es. Zum Glück nur hier nochmal die Chance von Everton. Nicht schlecht gemacht, aber doch klar vorbei. Aber auch die erste Chance jetzt für unseren Gegner heute. Der FC Everton. Sympathischer Verein. Schauen wir mal, ob wir uns hier heute durchsetzen können. Odegaard. Nein, der war schlecht, aber ganz schlecht. Die pressen ziemlich und stehen relativ hoch, finde ich. Oh, Gabriel schneller. Ja, schön zurück auf Raya. Dann Aufbau jetzt über Zinchenko. Weiß. Boah. Odegaard. Havertz. Zurück auf Odegaard. Der sieht hier den Pass auf Trossard. Und er macht das 1-0. Habe ich gedacht, das ist ein Ticken zu spät. Könnte Abseits sein. War aber nicht der Fall. 1-0, 23. Minute. Wieder Trossard. Vorhin in der Voreinblendung haben wir es gesehen. 4 Tore in 5 Spielen oder andersrum. Jetzt habe ich es wieder vergessen, aber auf jeden Fall richtig erfolgreich hier Trossard. Ja, Abseits wird aufgehoben von der 18, Young war es. Und dann super vorbeigelegt. Schön angenommen, wieder mal am Regnen hier. 1-0 für Arsenal.
für uns. Und wieder ist es Toussaint. Da vermissen wir einen Jesus gar nicht. Aber klar, wenn der zurückkommt, hat der auch nochmal eine Klasse. Aber wir sind froh, zwei gute Stürmer zu haben. Reis hier gut aufgepasst. Antizipiert Martinelli. Der kann es auch. Schöner Pass auf Odegaard. Der schön auf Saka. Und ui, ja, ja, ja. Okay, da war ich jetzt zu hastig. Da haben wir eigentlich noch ein bisschen Platz gehabt. Der hätte noch ein bisschen gehen können. Okay. Young jetzt. Aber auch der passt nicht gut. Rice. Havertz. Wieder auf Rice. Zinchenko. Und jetzt der auf links auf Martinelli. Das ist gut. Schön direkt gespielt. Wieder zurück. Flanke. Nicht schlecht, aber der Keeper ist draußen. Flanken ja auch immer noch so ein Thema zum Testen für mich. Hier hat Gabriel den Ball und kann erstmal in Ruhe aufbauen. Ah, dann so ein Pass. Dann Huma dazwischen, aber zum Glück nichts passiert. Zinchenko. Weiß. Auf den technisch starken Odegaard. Neuer Angriff. Da macht Rice mal mit. Sehr schön auf Havertz. Ei. Jetzt siegeln wir uns da hinten so ein bisschen ein. Oh, hat sich Toussaint auch noch verletzt. So viel Stürmer haben wir ja nicht mehr. Gabriel. Verletzungsanfähigkeit oder Häufigkeit habe ich ja auch grundsätzlich mal eingestellt, aber da muss ich mir auch mal angucken, denn das sind jetzt ein paar viele Verletzungen, finde ich. Gabriel mit einem sehr schönen Zweikampf. Odegaard. Chance zum Konter. Havertz mit dem schönen Ball auf den schnellen Martinelli. Der ist durch und macht das 2-0. 40. Minute. Schöner Konter. Martinelli auch brandgefährlich da vorne mit dem 2-0 hier für uns in Everton. Sehr schönes Ding. Wir gucken gleich in der Pause nach, wegen der Auswechslung vielleicht von Toussaint, der sich ja wie gesagt hier verletzt hat. Noch ist er auf dem Platz und bewegt sich. Muss man aber vielleicht ja nichts riskieren. Ja, schade. Den Huma. Ja, schön auch wieder von Gabriel geblockt. Martinelli jetzt. Noch 3 Minuten. Langsamer Aufbau. Dribbelt noch ein bisschen. Havertz. Odegaard. Saka auf der rechten Seite. Der mal nach drin. Warum nicht? Schöner Pass. Ah ja, den wollte ich spielen. Habe ich aber nicht. Man muss auch aufs Knöpfchen drücken. Ne? So, jetzt nochmal den Konter aufpassen. 1 Minute Nachspielzeit. Die ist abgelaufen. Boah, faul. Ja, okay. Komme ich ein bisschen zu spät. Gibt es eine Karte? Nicht wirklich, oder? Holt er sich den noch an? Nein. Keine Karte, aber nochmal Freistoß für Everton. Letzte Aktion vielleicht im Spiel. Ja, Martinelli klärt oder beziehungsweise hat ihn. Und dann ist der Halbzeitpfiff da. 2-0 zur Pause. Bisher ungefährdetes Spiel. Viel aufs Tor geschossen haben unsere Gegner ja nicht. Wir haben es ja ein bisschen umgestellt, wie gesagt, mit der CPU. Wenn ich es richtig verstanden habe, Fehleranfälligkeit runtersetzen, dann dürften sie weniger Fehler machen. So verstehe ich es. Wir gehen mit 2-0 in die Pause, gucken uns einmal kurz die Geschichte von Toussaint an. Angeschlagen, aber ich würde ihn jetzt rausnehmen. Beim letzten Spiel hat Nketiah ja jetzt ganz gut gemacht, ganz gut gedribbelt. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall mal bringen und das auch als einzigen Wechsel für diese Halbzeit machen. Wir können jetzt nochmal statt schneller Aufbau wieder auf ausgeglichen gehen, so wie wir das eigentlich gegen Menu ja ganz gut erfolgreich gemacht haben. So würde ich jetzt einmal umstellen und dann gehen wir rein in Halbzeit 2 jetzt mit einem neuen Stürmer. Und hoffen, dass sich Toussaint, der so gut drauf ist, jetzt da nicht mehr verletzt hat, vielleicht in der nächsten Woche schon wieder zur Verfügung steht. Da ist der neue Mann. Wie gesagt, Dribbling hat uns ganz gut gefallen beim letzten Spiel. Hier spielt er auch sehr schön sich wieder frei. Dann der Pass auf Saka. Ja, die Flanke. Noch nicht so optimal. Schön von Odegaard. Weit.
Ah, da wollte ich gerade nochmal Odegaard spielen, der schön in den Raum gelaufen ist. Kam aber nicht durch. Jetzt aber schön auf Saka. Und die nächste Flanke. Und Volley-Schuss von Havertz. Pickford mit der Parade. Sehr, sehr schön gemacht. Auch wenn es kein Kopfball war nach einer Flanke. Aber der Schuss war da auch nicht von schlechten Eltern. Gut gehalten. Ecke. Nice Havertz, aber es kommt immer noch zu nah dran. Also ich werde nach dem Spiel mal ein bisschen pausieren und mal so ein Tutorial hier im Spiel machen mit dem Freistößen und den Ecken. Da gilt es sich auch noch zu verbessern. Aber meistens will man ja spielen. Es ist wie im echten Leben. Training, ja, nett. Aber aufpassen. Training nett, aber spielen war immer das Beste früher. Ecke jetzt. Harrison schießt sie. Ja, und da ist hinten auch noch mal jemand. Ich glaube, Saliba war dran. Deswegen Ecke diesmal von der anderen Seite für Everton. Und es steht nur 0-2. Also man darf jetzt hier auch nicht zu sicher sein. Da ist doch schon die nächste gute Chance jetzt von seinem Gegner. Wieder aufstehen. Geblockt. Raya hat den Ball. Sehr schön. Pass auf White. Weiß. Saka, der ist schnell. Sieht ein Gitar, mit dem würde ich ja gern mal drauf schießen, aber da müssen wir erstmal in die richtige Position. Das ist ja gut. Und er macht das. Genau so war. Also es war geplant, dass er aufs Tor schießt, aber dass wir so durchkommen. Auch nicht. Na, macht er sein erstes Tor. Ein Gitar. Ich hoffe, ich spreche ihn überhaupt richtig aus. Hier mit seinem ersten Saisontreffer. Sehr technisch, sehr stark gemacht. Geht da durch die Abwehr und macht das Ding zum 0-3. Wir können uns, ich habe vorhin schon mal gedacht, wir können so einstellungstechnisch mal versuchen. Das wäre doch eine Idee. Können wir nicht jetzt was ändern? Einstellungen. Wenn wir jetzt mal testen, die restliche Halbzeit auf wo war das denn? Ja, das kann man gar nicht ändern. Ne? Ich hätte es nämlich gern von Profi umgestellt. Aber das ist hier nicht möglich. Eigentlich ist es hier. Jetzt steht da bei individuell Wettkampf. Nee. Wüsste ich jetzt nicht, wo man es anders ändert. Okay, dann. Oder ist die Grundsteuerung? Das kann auch nicht sein. Ne? Nee, Leute. Okay, machen wir dann beim nächsten Mal. Müssen wir anders testen. So funktioniert es jetzt nicht. Ich hatte gehofft, dass wir hier einfach mal reingehen können und versuchen, wie das Spiel dann ausgeht, wenn wir es mal eine Stufe höher stellen. Ne? Schauen wir mal. Andere Option ist natürlich jetzt mal einfach nur ein einfaches Anstoßspiel zu machen. Also auch gegen Everton und dann eben zu schauen, wie wird der Gegner denn dann. Erstmal jetzt hier aufpassen. Wir machen mal ganz normal weiter. Habe ich jetzt hier irgendwas anders umgestellt? Ist irgendwie alles kleiner. Kann das sein? Mir ist nicht aufgefallen, was ich da geändert habe. Sorry, aber es geht ja auch noch. Kita. Touré. Vielleicht die Kameraperspektive geändert. Das kann natürlich sein. Wir werden jetzt mal wechseln. 66. Minute. Gucken mal, dass wir da anderen nochmal Spielpraxis geben. Vieira kommt jetzt mal für Havertz rein. Und Jorginho für Odegaard. Die beiden im Mittelfeld immer viel beschäftigt. Und Smith Rowe hat mir auch nicht so schlecht gefallen. Im letzten Spiel bekommt jetzt auch nochmal eine Chance auf der linken Seite. Da habe ich einfach nur die Spielernamen kleiner gemacht. Das ist eigentlich auffällig. Saka. Schön auf Odegaard. Boah, der wird da rigoros vom Ball getrennt. Ganz gut geblockt da. Raya hat den Ball dann. Wechsel übrigens noch nicht passiert. Odegaard da noch am Ball. Auf Saka.
Der zieht nach innen. Sieht dann den Stürmer und der macht sein zweites Tor. Nkita mit dem 0 zu 4. Ja, jetzt wird's bitter für Everton. Sicherlich eine Mannschaft, die auch unten steht, aber ich sag's ja, vielleicht könnten wir hier dann schwierigkeitstechnisch jetzt so langsam nach oben gehen. Ich habe mich sicherlich verbessert durch die Spiele. Und das war hier sehr schön gemacht, schön freigestellt. Hab zwischendurch in den zwei Spielpausen übrigens auch geguckt, was ich dazu CPU-Einstellungen finde, aber jetzt auch nicht so wirklich. Mehr so die ganzen Grafiken und so weiter. Also, ich werde das gleich mir anschauen. Jetzt kommen die Wechsel, wie besprochen. Gitar in der 75. mit dem Tor, dementsprechend auch die Wechsel in der, ja, 76. jetzt. 4-0. Klare Sache hier. Könnte jetzt auch gegenüber Man City ganz interessant sein, dass wir da jetzt auch uns die Tordifferenz ein bisschen verbessern. Ah, schade, da kommen wir nicht ganz durch. Dell. Aber Raya ist da. Zivchenko. Rice. Auf Fabio Vieira. Der ist auch noch frisch. Geht durch. Sieht den Stürmer, will ihn sehen, findet ihn aber nicht. Ducouré. Boah, da geht er durch. Boah, haben wir Glück gehabt. Jetzt den Ball nicht verlieren, wollte ich gerade sagen. Schon was fast passiert. 8 Minuten noch. Weit, nächster Angriff. Nkita. Ei, der wollte früher kommen. Aber jetzt mit dem Ball auf die rechte Seite. Saka, der geht gut dran vorbei, ist schnell. Ei, der kommt dann nicht, schade. Ducouré, der ist auch schnell, aber das war, glaube ich, abseits. Ja, wird auch so gepfiffen. 5 Minuten noch, nochmal ein Wechsel bei Everton. Wird jetzt nicht mehr sehr viel bringen. Vielleicht noch ein paar Kräfte schonen auch auf der Seite des gegnerischen Trainers. Das war jetzt schlecht hier, meine Güte. Oh, und da geht Dell durch. Oder Dele, wie auch immer. Und dann holt ihn Saliba sich. Aber wir verlieren ihn wieder viel zu schnell. Das kann bitter sein gegen viel stärkere Mannschaften. Das darf uns auch noch nicht so viel passieren. Gabriel. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht letzter Angriff. Nochmal außen über Smith Rowe. Der war noch gar nicht zu sehen. Da ist aber keiner wirklich. Müssen wir eher den Rückhauen abwarten. Da ist Vieira und macht der's. Boah, geblockt nochmal der Schuss. Wenn es da Ecke gibt, ja. Wird wohl auch nochmal ausgeführt. Schade. Hier der Schussversuch. Und dann der Block. Ja, stark gemacht. Ne? Elfmeter wollen wir nicht drüber reden. Alles in Ordnung. Starke Abwehraktion, ne? Gabriel mit dem Versuch. Nochmal über außen. Saka, so wollte ich eigentlich flanken, da kommt ein Schuss bei rum. Und dann war es das. 4-0, der Auswärtssieg beim FC Everton. Wir haben es besprochen, ich werde mir das Ganze mal anschauen. Mal eben ein schnelles Spiel gegen Everton machen, offline, mit der besseren, ja, Profistufe sozusagen. Ich glaube, dann kommt die nächste, ist Weltklasse, glaube ich. Weil zu einfach mag ich es dann auch nicht, auch wenn es natürlich schön ist und wir vielleicht gegen Man City und Chelsea andere Schwierigkeiten hätten. Könnt ihr auch gerne jetzt mal drüber schauen, wo wir das Ergebnis nochmal sehen, gegen wen wir als nächstes spielen. Das wäre vielleicht auch nochmal noch eine Information. 57% Ballbesitz, 9 zu 13 Schüsse. Und da sehen wir es. Also 13 Mal aufs Tor geschossen und so wenig da rumgekommen. Das ist ja das, was ich auch meine. Das ist vielleicht doch zu schwach eingestellt. Wir schauen uns das Ganze mal an, schauen uns aber erst auch trotzdem nochmal die Ergebnisse an. Sehen wir ja jetzt auch unser nächstes Spiel direkt gegen die Spurs, Tottenham Hotspur, also unser nächster Gegner. Wir aber erstmal kurz auf die Ergebnisse vom letzten Spieltag. Genau, da waren hier die Ergebnisse. Burnley, fangen wir von unten an, gegen Manchester United 2-2, Bradford besiegt Everton 3-1, Chelsea gegen Aston Villa 1-1, Crystal Palace besiegt Fulham 3-1, Luton besiegt Wolverhampton 1-0, dann Manchester City gewinnt gegen Nottingham Forest 1-0. Ja, und da sind wir doch schon am vorigen Spieltag. Das ist der jetzige Spieltag schon. Sorry, Leute, die anderen Ergebnisse sind von diesem Spieltag. Da gucken wir uns das nächste Woche nochmal an. Hier nochmal vielleicht ganz interessant, dann gehen wir einfach mal kurz auf das Manchester-Spiel raus. Die gewinnen 3-1 gegen West Ham United. Und damit ist es so, dass wir weiterhin auf Tabellenplatz 2 liegen. Allerdings hat Manchester City ja jetzt ein Spiel mehr.
wir hätten jetzt die bessere Tordifferenz, wenn wir das nächste Spiel auch gewinnen würden. So schaut's aus. Also, nächster Gegner ist, wie gerade gesehen, Tottenham. Und dann können wir mal ein Spiel weiter gucken und dann spielen wir gegen Bournemouth. Also die Großen lassen noch auf sich warten. Ich schaue mir das Ganze, wie gerade besprochen, an. Ich sage auf jeden Fall danke bis hierhin fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.